im Alltag noch eine ambulante Psychotherapie anschließen kann. Anordnen kann man so eine Therapie aber nur, wenn Gefahr für das Leben des Betroffenen oder eines Dritten besteht. Das Leid der Tiere reicht dafür nicht. Zurück nach Vitzeroda in den Wartburgkreis. Die Kaserne liegt abseits. Gestank und Gebell dringen nicht bis zum Ort. Schon seit 2004 sind die Zustände aktenkundig. Aber Veränderungen erzwingen die Behörden lange Zeit nicht. Das trifft bei manch einem im Ort auf Unverständnis. Wir hatten es nur damals mal beschwert. Jeder muss hier seine Müllgebühren bezahlen, jeder muss seine Hundesteuern bezahlen. Und da ist alles voll, da ist nichts. Weder steht weder eine Mülltonne da noch sonst irgendwas. Ne? Nur, da habe ich zur Antwort gekriegt, wenn ich da was unternehme, dann habe ich irgendwann mein eigenes Tierheim hier. Da hauen die ab und lassen mir die Tiere hier. Und ich bin von der Gemeinde verantwortlich, ich muss mich um die Tiere kümmern. Artgerechte Unterbringung, Futter und Tierarzt. Mario Assmann weiß, wie teuer das alles ist. Trotzdem müsse man handeln. Ich habe immer den Eindruck, wenn irgendwo was zu holen ist, dann holt sich das der Staat. Also dann gehen die Ämter dagegen vor, dann nehmen die auch Häuser weg, dann nehmen die auch Autos weg, das ist alles kein Problem. Aber wenn die dann auf so eine Situation kommen, wo es erstmal Geld kostet und das zu viel kosten könnte, dann lässt man die Finger davon und dann guckt man einfach weg und dann duldet man das lieber so und hoffentlich kommt da keiner und hoffentlich gibt es da keine Schlagzeilen mehr. Im Landratsamt des Wartburgkreises weist man einen solchen Verdacht weit von sich. Dass de facto nichts passiert sei, begründet der stellvertretende Landrat Friedrich Krauser mit langwierigen Verfahren. Wir können nur etwas tun, wenn aus dem, was dort passiert, eine Gefahr für die Allgemeinheit erkennbar ist. Sie können nicht einfach nur, weil Sie feststellen, als Behörde, dort sind Dinge im Gange, die nicht ganz angenehm sind, jetzt sagen, jetzt schränken wir mal die Nutzungsrechte oder das Handlungsrecht des Einzelnen ein. Das sind Verfahren, die dort in Gang gesetzt werden. Ich habe die Behördenakte hier liegen. Sie sehen also, die Anzahl der Verfahren in den letzten Jahren seit 2004 ist hoch. Das Bauamt klagt wegen der ungenehmigten Nutzung. Das Ordnungsamt moniert die fehlenden Mülltonnen. Der Amtstierarzt fordert die Reduzierung des Hundebestandes. Über Jahre kann keines der Ämter Ergebnisse vorweisen. Rüdiger Trott war häufig in der alten Kaserne bei Marietta P. und ihren Tieren. Er kann den Langmut der Behörden nicht verstehen. Da war ich mit bei einer Begehung durch einen Amtsveterinär. Und da sind wir in den Keller. Und ich habe schon gemerkt, also das hat ihr nicht behagt, der Marietta, dass wir in dem Keller da waren. Und da standen also Hunde 10 cm tief im Wasser. Und der Amtsveterinär, der hat gesagt, das ist ja unfassbar. Also ich habe erst mal geschluckt, weil ich das so auch nicht gesehen habe oder auch nicht so wusste. Und da muss unbedingt was gemacht werden und da wird sofort und gleich und gleich. Und dann hinterher wurde mir von der Marietta gesagt, da gab es irgendein Bußgeld von 10, 20, 30 Euro, irgend sowas. Also ist effektiv nichts passiert. Im Gegenteil, die Hunde vermehren sich weiter in der alten Kaserne. Eine Tierschutzorganisation bietet an, sie zu sterilisieren. Doch davon will Marietta P. nichts wissen. Weil sie gemerkt hat, da will jemand an ihre Hunde, ihre persönlichen Hunde. Dass denen das nicht gut geht, das merkt die Frau so nicht mehr. Sind den Behörden tatsächlich derart die Hände gebunden? Wir fahren nach Wiesbaden. In Hessen kämpft die eigens berufene Landestierschutzbeauftragte dafür, dass sich die Behörden den Problemen mit Tiersammlern stellen. Wenn ich also dreimal verfüge, bitte halten Sie weniger Hunde, und da tut sich nichts, und dann verfüge jetzt ein Zwangsgeld, weil Sie immer noch dieselbe Hundeanzahl haben, derjenige hat aber kein Geld, dann sind das bei allem Respekt oft Maßnahmen, die einfach ins Leere laufen. Und der andere Punkt ist, die wirkungsvollste Maßnahme ist die Wegnahme der Tiere. Darüber besteht überhaupt kein Zweifel. Die ist aber auch die teuerste. Insbesondere, wenn eben lange gewartet wurde, wenn eben nicht mehr 10 Hunde sitzen, sondern 50, 80, 100 Hunde sitzen. Im November 2011 entschließt man sich endlich auch in Thüringen zum Handeln. Das Veterinäramt hat eine neue Chefin. Eva Rehse hat die Anzeige aus Meißen auf den Tisch bekommen. Hallo? Die Tierschützer sind darauf vorbereitet, die Hunde mitzunehmen. Ich möchte eine Kontrolle durchführen bei Ihrer Hundehaltung.
Ich muss Sie darüber aufklären, dass Sie eine Duldungs- und Mitwirkungspflicht haben. Ja? Es besteht der Verdacht, dass hier Gefahrenverzug besteht. Und deswegen muss ich Sie bitten, dass Sie uns jetzt die Türen öffnen. Ansonsten werden wir uns Zutritt verschaffen. Versuchen Sie hier reinzukommen. Schließen Sie auf. Da haben noch andere versucht, hier reinzukommen. Hol ich die Mistgabel, ist mir scheißegal. Dem Bewacher der Hunde fehlt anscheinend jeder Realitätssinn. Das ist egal. Glauben Sie das? Legen Sie das weg, Mann. Ich habe einen Polizeiausweis. Zeigen Sie meinen Polizeiausweis. Nein, geht an die Wand. Ja, zeigen Sie meinen Polizeiausweis. Rettungswagen werden gerufen. Marietta P. hat mit Selbstmord gedroht, sollte man ihr die Tiere wegnehmen. Sanitäter gehen sicherheitshalber mit aufs Gelände. Die Fernsehkamera darf nicht mit. Ein Tierretter filmt mit einer Handykamera. Müll und Gerümpel überall auf dem Hof, dazwischen stinkende Schlachtabfälle. Hinter dem Gebäude befinden sich provisorische Verschläge, zu denen Bretterrutschen aus den Fenstern führen. Einzige Möglichkeit für die Hunde im Erdgeschoss, an Licht und Luft zu kommen. Im Inneren fast vollständige Finsternis. Urin von Hunden und Ratten ist tief ins Mauerwerk eingedrungen. Schmierige Gedärme, verwesende Schlachtabfälle bedecken den Boden. Die Hunde sind im Dunkeln kaum zu sehen. Der Gestank ist bestialisch, erzählen die Helferinnen aus Meißen später. Der Geruch und die ganzen Gedärme, die da rumlagen. Die gehalten wurden, ja, was denen gefüttert wurde, wirklich diese Gedärme, die Nägel, die aus den Hütten rausguckten, diese Verschläge, da kam ja kein Sonnenlicht rein und nichts. In der Tonne waren tote Ratten drin, also bestimmt ja, aufgelesen. Die Ratten sind ihnen dort auch über die Füße gerannt, wenn man die Hunde gefangen hat. Also. Was selbst die Behörden nicht wussten, Marietta P. war schon 1996 in Hessen als Tiersammlerin aufgefallen. Der Räumung kam sie durch Flucht zuvor. Quasi über Nacht tauchte sie dann zunächst mit ihrem Gefährten im thüringischen Hirschfeld auf. Geblieben sind der 120-Seelen-Gemeinde und ihrem Bürgermeister Ingo Giebner jede Menge Unrat und offene Rechnungen. Also die waren plötzlich da mit, weiß nicht, 32 Hunden, also Husky-Mischlinge. Noch größere Hunde in der Größe etwa, von, weiß nicht, das, also was das für Rassen waren, keine Ahnung. Und hier war das ein ganzes Rudel und das war ein Rudel. Die Frau war nicht der Beste drin. Und da haben die Hunde gemacht, was sie wollten. Ja, die konnten ja sagen, wir wollten, was sie wollen. Die haben nicht gehört, die Hunde. Tja, und das ist die Gefahr für die anderen Leute. So, wenn die Leute ausbricht, die holen sich dann, was sie brauchen. Für die 20 Ziegen, die neuen Nachbarn auch dabei hatten, stellt Bürgermeister Giebner sogar ABM-Kräfte frei. Sie mähen das Gras an den Straßenrändern, um die hungernden Tiere zu versorgen. Das ist über 10 Jahre her. Damals war das Gehöft noch bewohnbar. Die haben noch im Wohnhaus gewohnt, so vorne drin. Oder mehr gehaust, sagen wir mal so. Es gab ja auch kein Wasser und kein Strom und nicht. Ja, es ist ja alles abgeklemmt und Wasser wurde auch nicht bezahlt und wird ja nicht bezahlt. Immer wieder wird der Bürgermeister beim Veterinäramt vorstellig, zeigt die Zustände an. Dann gab es einen Termin. Bis dahin müsste nur was passieren. So kurz vorm Passieren sozusagen, vor dem Termin, ist dann die ganze Gesellschaft dann hier verschwunden gewesen. Private Videoaufnahmen belegen, wie die Geschichte weiterging. Rund 170 Kilometer entfernt in Fitzeroda. Ein anderer Landkreis, niemand kennt die Tiersammler hier. Die Bilder belegen, dass der Tierbestand schon im April 2000 alle normalen Grenzen sprengt. Aber fast 12 Jahre lang kann Marietta P. nahezu unbehelligt weiter Tiere sammeln. So Leute, also fertig machen, wir nehmen die Hunde mit. Der Verein Aktion Tier hat zugesagt, alle Hunde zu übernehmen. Dem Landkreis, so erst einmal die Abmachung, sollen keine Kosten entstehen. Der Zustand einiger Hunde ist kritisch. Hier, der muss sofort vom Tierarzt, also spätestens morgen, behandelt werden. Ja, genau.
Also der macht wirklich einen ganz schlechten gesundheitlichen Eindruck. Vielen Helfern geht die Aktion an die Nieren. Zum ersten Mal überhaupt wird der Tierbestand von den Behörden erfasst. Akribisch suchen sie jedes Versteck. Da hat's rausgebellt. Ja gut, dann gucken wir, dass wir da irgendwie rein können. Mit versteinerter Miene gibt Marietta P. ihr Sammelgut her. Für die Frau psychisch eine Katastrophe. Aber für die Tiere Rettung in höchster Not. Ja, wir haben wirklich alles noch mal angeguckt. Wir waren im Keller, haben auch Möbel verrückt, Sperrmüll beiseite geräumt und alles, um ein letztes Loch auch noch zu gucken. Aber man weiß es nicht genau. 25.000 Euro hat die Hilfsorganisation Aktion Tier zur Verfügung gestellt. Reichen wird das nicht. Es gibt mehr Tiere auf dem Gelände als vermutet. Um das Ganze zu ändern, müsste man tatsächlich so etwas wie ein Tierquäler- oder Animal-Hoarder-Register einführen, was wirklich bundesweit verfügbar ist. Und wenn sich so eine Person bei der nächsten Meldebehörde anmeldet, müssten gleich die Alarmglocken schlagen, damit eben sowas dann nicht irgendwo anders wieder von vorne losgeht. Insgesamt 120 Hunde werden schließlich auf dem Gelände gefunden und nur die Hälfte davon kann in Meißen aufgenommen werden. Um die anderen müssen sich nun doch die Behörden selbst kümmern. Die weiteren Folgen des krankhaften Tiersammelns: ein verseuchtes Gebäude, das abgerissen werden muss. Und jede Menge Ungeziefer. Für die Leute im nahen Ort werden nach der Aktion die Ratten zum Ärgernis. Ich habe mir die Mühe gemacht, in den letzten 3 Wochen das mal schriftlich festzuhalten. Und laut meinen Zählungen, also das werden wahrscheinlich nicht alle Tiere gewesen sein, waren das in 3 Wochen 141 Tiere, die hier alleine in einem Stück von 80 Metern auf der Kreisstraße überfahren wurden. Seit es auf dem Kasernengelände keinen Nachschub mehr gibt, sind die Ratten auf der Suche nach neuen Futterquellen unterwegs, klettern sogar auf Obstbäume. Das Ordnungsamt lässt schließlich mehrere 100 Kilo Rattengift ausbringen, auf Kosten des Steuerzahlers. Ein halbes Jahr nach der Räumung. Wir treffen Anwohner vor der alten Kaserne. Die Ratten, die toten Hunde, die stinkenden Abfälle sind Gesprächsstoff. Und auch Marietta P., die Tiersammlerin. Ich gehe davon aus, dass da gar nicht viel an Strafe auf die Marietta zukommt. Aber meiner Ansicht nach gehört die eingesperrt. Oder zumindest unter Aufsicht gestellt. Die darf auch ruhig mit Tieren arbeiten. Das würde ich ihr gar nicht mal, aber unter Aufsicht. Alles unter Aufsicht. Der Bekannte von Marietta P. hat das Kasernengelände noch nicht verlassen. Der 67-Jährige, der hier ohne Strom, fließend Wasser und Kanalisation lebt, versteht bis heute nicht, was ihm eigentlich vorgeworfen wird. Trotz Vorladung zur Polizei. Da habe ich ihm alles unterschrieben. Zack, zack, zack. Fertig. Und dann ging er zum Gericht. Und dann auf einmal war Anklage, der war so. Mir ist das egal.